Guten Abend in der weltweit zweiten Cupra-Garage hier im wunderschönen Hamburg. Das ist jetzt unser erster Flagship in Europa, hier in Hamburg. Wir versuchen hier neue Vertriebsformate auszuprobieren. Da sieht man hier, das Ambiente ist teilweise mehr wie in einem Wohnzimmer als in einem klassischen Schauraum. Je mehr Cupra wächst, werden wir mehr Cupra-Garages wie diese hier in Hamburg sehen. Abt war vom Beginn dabei mit Cupra, haben uns unterstützt. Also wir haben eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit auf der Modellseite mit den Serienmodellen. Wir sprechen gemeinsame Sprache, wir haben auch gemeinsame Ziele. Und dann war es dann natürlich für uns ein natürlicher Weiterschritt, uns zu wagen, auch in dem Motorsportbereich mit Abt. Gerade weil wir eine Marke in der Zukunft sind, die zeigen wollen, dass die Elektrifizierung und Performance hervorragend zusammenpassen. Speziell die Marke Cupra, das ist was ganz Besonderes. Da sind wir eigentlich sehr, sehr stolz, dass wir dort ja so eng wie in einer Ehe miteinander verweilen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Motorsport betreiben, denn wenn man sich die Produkte hier anguckt, den Formentor, auch den Tavascan, den wir hoffentlich bald bauen dürfen, das sind extreme Fahrzeuge, das passt deswegen zu Extreme E. Wir wollen das unter Beweis stellen, nicht nur mit den Autos, die wir später auf die Straße bringen, sondern auch im Motorsport. Cupra steht für Motorsport. Matthias Ekström, herzlich willkommen. Also ich hatte die letzten paar Jahre viel Erfahrung gesammelt mit Schotter unter den Reifen. Ich freue mich extrem auf den 30. September, weil da in Frankreich mache ich meine ersten Testfahrt. In Extreme we have three core values that we want to showcase. The first one obviously is electrification and the electric technology. The second pillar, of course, is the environment. And that pillar, of course, is the whole reason of existence of Extreme E. In Extreme E, we wanted to take and to highlight the problem more linked to climate change. And I think we can play a big role with our sport showcasing that element. And I've been particularly keen on having women in motorsport for many years. We needed to find a format where the women and the men are equally important. And by doing one lap each, they're equally important for victory. I think equality is a really third, very strong pillar, and I think that is going to make this championship different from any other championship. Und so in etwa wird er dann aussehen. Das ist der Cupra Extreme E-Flitzer. Viel Spaß noch und vielen lieben Dank.